willkommen zu Skeptics in the Pub in unserem neuen Veranstaltungsort. Freut mich, dass so viele Gesichter hier sind. Auch sehr viele neue, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Nachdem so viele neue sind, kurze Einführung. Wer sind wir? Was sind wir? Wir veranstalten diese Abende, und wenn ich sage wir, dann ist das die Kölner Regionalgruppe der GWOP, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der Parawissenschaften. Diesmal habe ich mich nicht blamiert. Skeptics in the Pub ist nicht unsere Idee. Gibt es weltweit, sehr weit verbreitet, kommt aus dem englischsprachigen Raum. Genau genommen die erste Gruppe gibt es seit über 20 Jahren in London. Und irgendwann haben wir beschlossen, wird Zeit, dass Köln sowas auch mal hat. Die Idee ist, Vorträge zu halten zu Themen wissenschaftlicher oder skeptischer Natur. Und diese Vorträge nicht steril wie im Vortragssaal zu halten. Wir haben uns inoffiziell so die Beizeile Wissenschaft bei Gerstensaft gegeben. Und das hat einen Grund. Wir fordern alle unsere Gäste durchaus auch auf, trinkt was, esst was, tut alles das, was ihr sonst an einem gemütlichen Abend in der Kneipe machen würdet. Es ist hier nicht so formell, deswegen zeige ich erstmal Prost. Prost. Dankeschön. Gut. Ablauf des Abends. Wir haben normalerweise an unseren Abenden immer einen Gastredner, der einen Vortrag zwischen 45 und 60 Minuten halten wird. Im Anschluss an den Vortrag gibt es dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit dem Referenten zu diskutieren. Der wird natürlich auch nach diesem offiziellen Frage-Antwort-Teil noch zur Verfügung stehen für weitere Gespräche 1:1 oder in kleinen Gruppen. Organisatorisch, wir sind in einem neuen Veranstaltungsort. Da gibt es auch immer ein paar Sachen, die man vielleicht wissen sollte. Für alle diejenigen, die während des Vortrags vielleicht mal kurz raus müssen, weil sie zu viel getrunken haben, geradeaus durch ins Bistro und da ist dann ausgehängt, wo es zu den Toiletten geht. Ansonsten haben wir hinten noch einen kleinen Stand. Die GWOP verlegt eine eigene Zeitschrift, den Skeptiker. Wir haben die neuesten Ausgaben, in denen auch Artikel zum heutigen Thema drin sind. Teilweise auch unter Mitwirkung unseres heutigen Gastredners geschrieben. Mehrere davon zur Auswahl, falls jemand eine erstehen möchte, der sie noch nicht hat. Ich nehme mal an, ihr habt sie alle im Abo, aber man weiß ja nie. Ja, das zu den organisatorischen Sachen. Als wir den heutigen Abend angesetzt haben, kam natürlich, muss ich sagen, der Vorschlag auf, ich solle doch meine Begrüßung tanzen. Ich habe mich dagegen entschieden. Nicht nur, weil ich nicht der geborene Tänzer bin, sondern auch, weil ich zu dem Thema nicht genug weiß, als dass ich mich trauen würde, hier eine Parodie hinzulegen, die dann wahrscheinlich total daneben gehen würde. Und das wäre einfach nicht angebracht. Aber zum Glück gibt es Leute, die sich mit dem Thema mehr beschäftigt haben. Einer davon ist unser Gastredner heute, André Sebastiani. André ist Grundschullehrer, zurzeit in Bremen. Und hat sich persönlich aus Interesse mal mit dem Thema Steiner Schulen und Waldorfpädagogik beschäftigt und hat nach diesem Studium auch Meinungen gebildet, die er jetzt auch sehr lautstark und bestimmt auch vertritt, sei es im Kampf mit dem Hamburger Kultursenator oder in Zeitschriften in unserem Skeptiker, den es da hinten zu kaufen gibt. Und wir freuen uns, dass André sich die Zeit genommen hat, heute mal bei uns vorzutragen, was er eigentlich davon hält, was seine Kritiken sind und wieso er so lautstark Kritik äußert. André, für dich. Zusammen. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich habe noch Ferien im Gegensatz zu den nordrhein-westfälischen Kollegen, deshalb geht das jetzt so unter der Woche. So, ja, ich habe mich mit der Waldorfpädagogik beschäftigt und würde jetzt gerne eine kleine. Ja. Also ich habe mich mit der Waldorfpädagogik beschäftigt und würde da ganz gerne die grundlegenden Konzepte vorstellen und meine Kritik darstellen.
und gerne nachher auch noch ein bisschen darüber diskutieren. Vorab möchte ich, ach, ich habe hier auch diesen Clipser, da muss ich gleich mal dran denken, das noch zu machen. Vorab noch zwei Vorbemerkungen. Ich sage immer ganz gerne vorab, damit es nicht zu Missverständnissen kommt, ich weiß nicht, ob Waldorf-Lehrer oder ehemalige Waldorf-Schüler oder so im Saal sind. Also ich kenne grundsätzlich natürlich nicht jede einzelne Waldorf-Schule. Ganz häufig sind Leute dann vor Ort, wenn ich einen Vortrag halte und sagen, ja, bei uns ist das alles anders. Das kann gut sein, ich weiß das nicht. Auffällig ist, dass immer ausgerechnet die Waldorf-Schule am Ort eine ganz andere ist, aber ich möchte das wirklich nicht in Abrede stellen. Ich weiß es grundsätzlich nicht, aber ich weiß, wie die Theorie aussieht. Und wenn die Schule vor Ort anders arbeitet, dann hat sie sich von der Waldorfpädagogik entfernt. Und im Grunde begrüße ich das natürlich. Das andere ist, dass Kritik an der Waldorfpädagogik nicht bedeutet, dass ich alles an staatlichen Schulen toll finde. Also der Umkehrschluss ist nicht richtig. Ich finde im Gegenteil ganz viel falsch, was an staatlichen Schulen läuft. Ich habe da eine ganze Menge Kritik. Ich sehe aber in der Waldorfpädagogik keine Lösung für Probleme, die die staatlichen Schulen haben. So viel nur vorab. Ja, wenn wir uns mit der Waldorfpädagogik beschäftigen, dann sind wir ganz schnell bei Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie. Der wurde am 27. Februar 1861 auf einem Bahnhof in Kraljevec in Kroatien, damals gehörte das noch zu Österreich, geboren und ist am 30. März 1925 in der Schweiz, in Dornach, nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Er hat ein riesiges Werk hinterlassen, die Gesamtausgabe umfasst über 350 Bände, ist keineswegs vollständig. Darin zu finden sind 5600 Vorträge, die mitstenografiert wurden, über 1000 Wandtafelzeichnungen. Also es ist wirklich ein gewaltiges Werk, was der Steiner hinterlassen hat. Für seine Anhänger war er ein Genie, ein Guru, ein Eingeweihter, der ewige Wahrheiten schauen konnte. Für seine Kritiker ein Aufschneider mit Geltungsdrang und Scharlatan. Die Anthroposophie, wir sehen hier im Bild das Goetheanum in Dornach, das ist sozusagen das Steiner Hauptquartier, das Zentrum der internationalen Anthroposophen. Die Anthroposophie macht Aussagen zu fast allen Lebensbereichen. Dazu zählt die Medizin, also es gibt eine anthroposophische Medizin, die Wirtschaft und halt eben auch die Pädagogik. Anthroposophie bedeutet Weisheit vor Menschen, das kommt aus dem Griechischen Anthropos und Sophia und gemeint ist damit die ganzheitliche kosmologische Anschauung des Menschen. Die Anthroposophie behauptet, eine Anleitung zu dessen Selbst- und Welterkenntnis zu liefern. Geisteswissenschaft soll eine echte Wissenschaft sein, die die auf das Materielle beschränkte Naturwissenschaft um das geistig-kosmologische erweitert. Sie will also dem materiellen Wissen unsichtbare geistige Aspekte hinzufügen, schreibt die Anthroposophische Gesellschaft Frankfurt. Diese geistige Welt bleibt unseren herkömmlichen Sinnesorganen verborgen. Wir müssen dafür extra Organe ausbilden, um das wahrnehmen zu können. Ja, unsere normalen fünf Sinne, also Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten, die moderne Naturwissenschaft noch um den Temperatursinn, Schmerzempfindung, Gleichgewichtssinn und Körperempfindung erweitert haben, ist nicht das, was Anthroposophen mit den Sinnen meinen. Nach Steiner gibt es 12 Sinne. Und zwar den Tastsinn, den Lebenssinn, den Bewegungssinn, den Gleichgewichtssinn, den Geruchssinn, Geschmackssinn, Sehsinn, Wärmesinn, Gehörsinn, Sprachsinn, Denksinn und Ichsinn. Unsinn zählt nicht dazu. In der anthroposophischen Geisterwelt, die man schauen kann, wenn man seine höheren Organe, seine Sinne ausgebildet hat, gibt es allerlei Dämonen, Kobolde, Geister, Riesen, Elfen, Engel, die man für real existierende Wesen hält, die hier mitten unter uns sind, die wir halt nur nicht wahrnehmen können. Jetzt könnte man meinen, dass das ganz sicher niemand mehr glaubt. Allerdings habe ich gestern noch mal ins Netz geschaut und zum Beispiel bei den Flensburger Heften dieses schöne Buch gefunden, was die Naturgeister uns sagen, im Interview direkt befragt. Ja, also darin
heißt es, durch die Vermittlung einer Frau, die es über Jahre gelernt hat, mit Naturgeistern zu sprechen, konnten jetzt erstmals in einem Interview 17 verschiedene Wesen direkt befragt werden. Feuer-, Luft-, Wasser- und Steinwesen, ein Moorwesen, ein Glaswesen, zwei Hausgeister, ein Salz-, ein Papier-, ein Silberwesen, verschiedene Tier- und Pflanzenwesen sowie einen übergeordneten Geist. Der Grammatikfehler war im Original. Das ist, wie gesagt, ein anthroposophischer Verlag, der auch andere Bücher in dem Stil breithält. Gespräche mit Bäumen gibt es zum Beispiel, aber auch die Warnung von Fukushima. Da heißt es, in diesem Buch lesen Sie Gespräche mit Natur- und Geistwesen über das Wesen Erde und die Verantwortung der Menschheit für die Erde. Gespräche über Plattentektonik, Erdinneres und Christuswesen, Erdbeben, Vulkanismus, Tsunamis, Radioaktivität und Atomenergie. Das ist mal ein Spektrum. Wie gesagt, behauptet die Anthroposophie eine Wissenschaft zu sein. Steiner spricht von Geisteswissenschaft, und zwar von der Geisteswissenschaft. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, Anthroposophen beharren darauf, dass das eine echte Wissenschaft ist, ob das einer Überprüfung standhält. Da müssen wir erstmal feststellen, dass man behauptet, durch Hellsicht als wissenschaftliche Erkenntnismethode zu seinen Informationen zu gelangen. Da könnte man jetzt einwenden, dass das nicht intersubjektiv ist, also dass nicht jeder zu der gleichen Erkenntnis kommt, sondern jeder ja mit seiner Hellsicht was anderes schauen könnte. Das ist in der Anthroposophie dadurch gelöst, dass man sich mit einem Lehrer abstimmen muss, weil der Steiner selbst sagte, also das ist sehr verwirrend, was man in den geistigen Welten so schaut. Und dann muss man sich mit dem Lehrer abstimmen, der einem dann ein bisschen Orientierung gibt bei dem, was man geschaut hat, sodass man dann zu gleichen Erkenntnissen kommt, indem man sich auf seinen Lehrer bezieht. Das ist dann natürlich intersubjektiv, wirft aber weitere Probleme auf, denn erstmal müssen sich alle auf den gleichen Lehrer beziehen, sonst ist es nicht mehr intersubjektiv, weil man müsste irgendwie rausfinden, welcher Lehrer da jetzt die Wahrheit gesehen hat. Und wenn man bis ans Ende denkt, muss man auch fragen, wo hat denn der erste Lehrer eigentlich die wahre Erkenntnis herbekommen? Falsche Voraussagen trifft Steiner auch zu Genüge, die uns einen Hinweis darauf geben, dass es wahrscheinlich mit der Wissenschaftlichkeit nicht so weit her ist. Er hielt zum Beispiel die Relativitätstheorie für Quatsch, die sich also bald überholen würde. Er war der Meinung, dass Atome im Grunde nichts sind und der Zwischenraum zwischen den Atomen das eigentlich Entscheidende ist. Also er sagt, indem man sich über bestimmte Tatsachen derselben unterrichtet und dass man, jetzt bin ich in einem falschen Zitat, das ist gerade nichts gegenüber Ihrer Umgebung. Wissen Sie, wie in einer Seltersflasche die Perlen. Es ist nichts im Wasser, wo die Perlen sind. Aber man sieht dort die Perlen. So sind die Atome Blasen. Da ist der Raum hohl, da ist nichts drin. Also die Atome sind nichts. Jetzt müsste man ja eigentlich erwarten, da der Steiner gesagt hat, es widerspricht der Naturwissenschaft nicht, was er sagt, dass man sich in den letzten 100 Jahren dann ein bisschen angenähert hätte. Ist aber nicht der Fall. Es gibt auch noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele. Zum Beispiel war Steiner der Meinung, dass man nichts hört, wenn man sich mit Schallgeschwindigkeit bewegt. Das war zu Steiners Zeiten ein populäres Vorurteil. Die Wissenschaftler damals wussten aber schon, dass das Quatsch ist. Und das finde ich deshalb bemerkenswert, weil der Steiner ja behauptet, er hätte die Zukunft der Naturwissenschaften vorhersagen können. Offensichtlich hat er sich aber in populärwissenschaftlichen Texten seiner Zeit bedient, um Voraussagen zu treffen. Ein ganz wesentliches Konzept in der Anthroposophie ist Karma. Also man geht davon aus, dass man reinkarniert. Und im Unterschied zu fernöstlichen Lehren ist es so, dass das Karma positiv oder negativ vorgeprägt ist, wenn man auf die Welt kommt. Auch psychische oder physische Störungen werden karmisch erklärt. Die Anthroposophen verwenden da gerne den Begriff der Seelenpflege, seelenpflegebedürftige Kinder für behinderte Kinder und beziehen sich dabei auf Steiner. Allerdings ist das eine rein mündliche Überlieferung. Es findet sich in diesem ganzen 350 Bände umfassenden Werk meines Wissens nach keine einzige Stelle, wo Steiner von Seelenpflegebedürftigkeit spricht. Das ist also, wie gesagt, eine mündlich überlieferte Legende. Stattdessen verwendet er häufig den Begriff Minderwert. Und die Legende besagt auch, dass der Steiner eigentlich
damit den Begriff der Behinderung überwinden wollte, was verwunderlich wäre, weil sich der zu seiner Zeit noch gar nicht durchgesetzt hatte. Man kann durch die Physiognomie auch auf das Karma schließen. Ich habe da zwei kleine Zitate von Steiner, der sagt, ein Kind, das mit den Fersen auf den Boden auftritt, zeigt in dieser kleinen Eigenschaft des körperlichen Sich-Offenbarens, dass es fest im Leben drinnen steckte, in seiner vorhergehenden Inkarnation. Dass es sich für alles interessierte im vorhergehenden Erdenleben. Man wird daher bei einem solchen Kinde darauf sehen müssen, dass man womöglich die Dinge aus dem Kinde herausholt. Denn es steckt viel drinnen in Kindern, die mit der Ferse stark auftreten. Im umgekehrten Fall allerdings, Kinder, die trippeln, mit der Ferse kaum auftreten, die haben in flüchtiger Weise das vorherige Erdenleben vollbracht. Man wird sehen müssen, dass man viel in ihrer Nähe macht, damit sie eben auch viel nachmachen können. Also man schaut sich an, wie dieses Kind auftritt und weiß im Prinzip schon, ob es gut lernen kann oder nicht gut lernen kann. Und das finde ich als Lehrer sehr problematisch, weil da natürlich schnell eine self-fulfilling prophecy draus wird, indem ich dem Kind nichts zutraue und es gar nicht fordere, weil ich ja denke, es kann sowieso nichts lernen. Unter Anthroposophen ist es an sich nicht erlaubt, über das Karma von anderen Menschen zu spekulieren, weil man da ein bisschen in die Privatsphäre eindringt und das nicht so gerne gesehen wird, aber es ist trotzdem ein ganz beliebtes Gesellschaftsspiel, mal abends bei einem Bier so ein bisschen Gossip zu betreiben und über das Karma der Kollegen zu spekulieren. Ach ja, ein Konzept, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist auch, dass sich Kinder die Eltern aussuchen. Das ist ja eigentlich eine romantische Vorstellung. Ich selbst bin ja auch Vater von drei Kindern und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Kleinster, der bald zwei wird, morgens mit Kakao verschmiertem Mund vor mir sitzt und mich anlächelt und ich denke mir, dieses herrliche Wesen, das hat mich ausgewählt als Vater, das ist ja wirklich was Tolles. Allerdings nur so lange, bis man mal an Missbrauch denkt, wo man ganz schnell bei einem Gedanken ist, wo es zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommt und wo man sagt, naja, du hast dir ja selber die Eltern ausgesucht, die dich jetzt missbrauchen. Im Grunde bist du selbst schuld an diesem Schicksal. Wie gesagt, sollte eigentlich über Karma nicht spekuliert werden. Eine Ausnahme gilt für Lehrer, die dürfen schon mal vorsichtig spekulieren über das Karma ihrer Schüler. Da ist es eigentlich sogar gewünscht. Ein weiteres Konzept sind die Temperamente. Das sind so Grundcharaktere, die jedes Kind haben soll. Es gibt da übergeordnete Temperamente und Anteile, nachrangige Anteile von anderen Temperamenten. Auch da ist der Lehrer gefordert, das zu erkennen. Das geht zurück auf Hippokrates, auf die Vier-Säfte-Lehre. Und jeder Waldorf-Lehrer wird zu Beginn, bevor er eine Klasse zusammenstellt, schauen, welche Temperamente die Kinder haben und auch die Sitzordnung danach zusammenstellen. Da gibt es ziemlich feste Vorgaben vom Steiner. Choleriker sind demnach leicht erregbar, unausgeglichen, jähzornig, auf der positiven Seite mutig, tatkräftig und zielstrebig, oft eine gedrungene Gestalt. Eine leichte Anlage zur Rohbeinigkeit findet man. Er kann vor Zorn sehr leicht erröten, aber auch erbleichen. Auch Krankheiten werden den Temperamenten zugeschrieben. Das sind beim Choleriker, liegt ja nahe, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Melancholiker neigen zu Schwermut, Traurigkeit und Trübsinn. Sie sind misstrauisch und kritisch, aber auch mitleidsfähig, weisen eine hohe Selbstbeherrschung auf, sind verlässlich und haben Durchhaltevermögen. Ihnen ist das feste Erdelement zugeordnet und deshalb neigen sie zu Verhärtungen im Organismus, wie zum Beispiel Nierensteinen. Phlegmatiker sind behäbig und schwerfällig, träge, wirken interesselos. Auf der positiven Seite weisen sie eine hohe Gemütsruhe auf, sind geduldig und ausdauernd. Ihnen ist das Wasserelement zugeordnet und deshalb neigen sie zu Drüsenkrankheiten. Sanguiniker sind leichtblütiger, heiterer und lebhafter, neigen zur Oberflächlichkeit. Sind aber auch vielseitig und rege an vielen Dingen interessiert. Ihr Schritt ist tänzelnd, die Gestik luftig bewegt. Dem Sanguiniker ist das Luftelement zugeordnet, die Farbe gelb. Und Krankheiten, die ja besonders häufig entwickelt sind, Atemwegserkrankungen. Genau.
Dann komme ich zu den Jasiten. In der steinerschen Vorstellung ist man, wenn man geboren ist, noch kein fertiger Mensch. Man ist eigentlich erstmal nur physischer Leib. Man ist auch noch nicht fertig inkarniert. Und erst in 7 Jahresschritten entwickelt sich der Mensch. Dabei ist für die Schulzeit sind besonders die ersten 3 Stufen von Bedeutung. Also man stellt sich das vor wie so eine Aura, die den Menschen umgibt und die dann geboren wird, diese einzelnen Wesensglieder, sagt der Steiner auch. Während des ersten Jahrsiebts, also bis man 7 Jahre alt ist, die gesamte Kindergartenzeit hindurch und bis zum ersten Schuljahr, ist man also wie gesagt nur von seiner Körperhülle umgeben. Das Kind ahmt eigentlich nur nach, was es in seiner Umwelt vorfindet. Es ist wie gesagt noch kein voll inkarnierter Mensch. Was noch nicht angelegt ist, soll mit Fantasie ergänzt werden. Puppen sollen zum Beispiel keine Gesichter haben, nicht so wie die seelenlosen Fabrikpuppen, das sagt der Steiner. Da wird die Fantasie nicht angeregt, das schadet den Kindern. Und das führt auch schon dazu, dass bei streng gläubigen Anthroposophen das zu einer Abgrenzung führt, weil man sein Kind natürlich nicht in den Haushalt schickt, wo diese ganzen Plastikspielzeuge sind und diese bösen Fabrikpuppen mit den Gesichtern drauf. Eltern und Erzieher sollen ein gutes Vorbild sein und da kann man ja eigentlich auch gar nicht widersprechen. Das meint aber nicht nur tatsächliche Handlungen, sondern auch Gedanken. Also besonders unsittliche Gedanken sind ganz gefährlich und können der Gesundheit des Kindes schweren Schaden zufügen. Und da kann sich auch jeder mal selbst überprüfen. Ich denke, da wird also jede zweite H&M-Reklame an der Bushaltestelle zu einer wahren Gefahr für das Kindeswohl. Kinder haben noch keine bildliche Vorstellungskraft und können nicht fühlen. Das sind nämlich Eigenschaften, die erst der Ätherleib dann ausbildet. Ohne bildliche Vorstellung kann man aber auch nicht lesen und schreiben lernen, denn das erfordert ja ein hohes Abstraktionsvermögen, was die Kinder noch nicht haben. Deshalb soll man noch nicht lesen und schreiben lernen in der ersten Klasse. Eigentlich ist man noch gar nicht schulreif, aber da sind die deutschen Gesetze dann davor, die Kinder noch ein Jahr zurückzustellen. Das funktioniert also nicht. Man muss sie wohl oder übel dann noch aufbewahren im ersten Jahr in der Schule, was häufig zu einer Unterforderung führt, denn die Kinder dürfen ja noch so wenig machen. Also es kommen ja auch viele Kinder in die erste Klasse, die können schon lesen und schreiben. Was macht man mit denen? Die hält man jahrelang zurück. Der systematischen Unterforderung entspricht auch, dass Kritiker bemängeln, dass während der ersten Klasse dann häufig stupides Nachsprechen im Chor auf dem Programm steht oder stundenlanges Abmalen von der Tafel mit, wo Formen dann abgemalt werden. Das nächste Jahr sieht, das dann bis zur 8. Klasse, bis zum Ende der 8. Klasse ungefähr geht, da gibt es als äußeres Merkmal den Zahnwechsel. Also man darf dann lesen und schreiben lernen, wenn man seine Milchzähne verliert, weil dann die Bildekräfte zu wirken beginnen. Da kommen teilweise in Waldorfschulen auch anthroposophische Mediziner, gucken den Kindern in den Mund und können vom Zahnstand auf die Bildekräfte schließen und das lässt dann Rückschlüsse auf den Charakter und die physische und psychische Konstitution zu. Das Kind kann immer noch nicht begrifflich denken. Man soll stattdessen Bilder vor die Seele des Kindes stellen. Das heißt, die Kinder sollen erstmal nichts verstehen von dem, was man macht, sondern man macht so einen bildlichen Unterricht, erzählt viel Geschichten, was ja auch nichts Schlechtes ist per se. Aber es gibt zum Beispiel eine Unterrichtseinheit, die vom Steiner stammt und die man auch immer wieder findet. Da wird zum Beispiel die Verpuppung einer Raupe zum Schmetterling behandelt. Und dieses Bild der Raupe, die dann zum Schmetterling wird, wird vor die Seele des Kindes gestellt und dadurch lernt man etwas über Reinkarnation. Reinkarnation wird aber nicht ausgesprochen, sondern das Bild soll auf das Kind wirken. Das heißt, zu Hause merkt man gar nicht unbedingt, dass das jetzt irgendwie schräg ist, was da läuft. Und ich gehe mal davon aus, dass es so auch nicht funktioniert. Insofern muss man sich da darüber vielleicht nicht so sehr aufregen. Allerdings gehen wir, wenn man modernen Sachunterricht macht, eigentlich schon davon aus, dass Kinder ganz gut ihre Umwelt verstehen können und wollen das eigentlich auch fördern und sie möglichst früh dahin bringen, souverän und selbstbewusst sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden und zu staunen über die Welt um sie herum, die sie entdecken und verstehen können.
Autorität ist ganz wichtig in dieser Phase für Steiner. Steiner sagt, wie für die ersten Kinderjahre Nachahmung und Vorbild die Zauberworte der Erziehung sind, so sind es für die jetzt in Rede stehenden Jahre Nachfolge und Autorität. Es geht dabei um unbedingten Gehorsam und Identifikation mit dem Lehrer. Entwicklung der eigenen Urteilskraft wird abgelehnt. Steiner sagt, es handelt sich nicht darum, dass das Kind über alles sofort ein Urteil bildet, sondern dass es zwischen dem 7. und 15. Jahre das, was es aufnehmen soll, aufnimmt aus Liebe, aus Autorität zum Erzieher. Und das muss ich ehrlich sagen, ist ein Zitat, da läuft es mir eigentlich eiskalt runter. Also ich möchte nicht, dass irgendein Kind in meinem Unterricht aus Liebe zu mir lernt, aus Autorität zu mir, weil es mich vergöttert. Das möchte ich nicht, ist nicht mein Lehrerbild. In der darauffolgenden Phase von 15 bis 21 Jahren, da ist das Äußere, merkt man die Geschlechtsreife, die setzt der Steiner so mit 14, 15 an und ist 100 Jahre später heute vielleicht auch biologisch eine etwas überholte Grenze. Erst ab da darf der Unterricht wissenschaftlichen Charakter haben. Vorher stehen Naturwissenschaften in der 7. und 8. Klasse zum Teil auch auf dem Lehrplan, allerdings sollen die da auch nur so einen Erlebnischarakter haben. So ein bisschen wie Knopf-Hoff-Show, nur ohne Erklärung. Also vorne macht einer was vor und man malt dann ein bisschen Bilder und schreibt das ab. Richtig verstehen soll man es erst danach. Aber auch da ist dann Kulturkritik noch nicht statthaft. Wobei mir bis heute nicht klar ist, was damit eigentlich gemeint ist, denn Kultur umfasst ja eigentlich alles, was von Menschen gemacht ist, also Politik, Kunst, Musik, Pädagogik, Politik, habe ich schon gesagt, Wirtschaft, Technik, gesellschaftliches Zusammenleben, eigentlich alles, es bleibt relativ wenig über, was man dann noch kritisieren kann. Ein häufiger Vorwurf an die Waldorfpädagogik ist auch der Rassismus, der bei Steiner zu finden ist. Der gründet sich zum Teil auf eine Kulturstufentheorie und die besagt, dass es eine lineare, nach oben gerichtete Entwicklung in der Menschheit gibt. Und da gibt es auch verschiedene Epochen, da liegt auch wieder so eine krude Zahlenmystik zugrunde. Die urindische Kultur, da geht es los 7227 vor Christus. Und es geht weiter, im Augenblick befinden wir uns in der germanisch-angelsächsischen Kulturepoche. Und die dauert auch noch gute 1000 Jahre, 1500 Jahre. Da sind wir also auf der sicheren Seite. Der Mensch vollzieht in seiner Entwicklung dabei die Entwicklung der Menschheit nach. Das heißt, der Mensch ist im Kleinen ein Kosmos, ist im Kleinen ein Kosmos, der Kosmos im Großen ein Mensch, heißt es. Und also in seiner Entwicklung macht jedes Kind wichtige Entwicklungsphasen der Menschheit mit durch. Muss man gerade schauen. Es heißt, habe ich das im Bild? Nee, habe ich glaube nicht. Ich lese das Zitat kurz vor. Im 10. Jahre ist das Kind Germane, dann Grieche, dann absolviert es die Wanderung vom Osten bis ans Mittelmeer und wird als 12-Jähriges ein Römer, im 13. Jahr ein Ritter und Klosterbruder, ein Kolumbus, der Amerika entdeckt und zieht als 14-Jähriger mit Napoleon nach Russland und ist mit der Geschlechtsreife in seiner Gegenwart angekommen. Ich weiß gar nicht, wie das Waldorfschulen in Schwarzafrika zum Beispiel irgendwo machen oder in Südamerika oder überall, wo es ja auch Waldorfschulen gibt. Denn das ist natürlich ein ganz stark eurozentrisches Geschichtsbild und es ist, wie eigentlich überall bei Steiner, nur von Männern geleitet. Es gibt eigentlich für Frauen keine Identifikationsfiguren da. Also man ist ein Römer natürlich der mit der Rüstung. Man zieht ans Mittelmeer ganz kriegerisch. Die Frauen sich da wiederfinden, bleibt dabei offen. Der rassistische Hintergrund ist natürlich, dass wir Arier, die am Geiste schaffende Rasse sind und die höchste Entwicklungsstufe darstellen und alle anderen vorher mal so ein bisschen abgezweigt sind in der Entwicklung und dekadent, schreibt der Steiner immer, verkommen sind. Es ist aber nicht nur ein rein biologischer Rassismus, sondern der Steiner sagt, der Geist, der ewig ist, der ist immer schon vor dem Genen da. Also es gibt so eine Art geistigen Sozialdarwinismus bei Steiner. Ich lese mal noch ein etwas krudes Zitat dazu vor, ich hoffe, man versteht es. Die Vorfahren der Atlantier. Atlantis ist nach Steiner die Wiege der Menschheit. Die Vorfahren der
Atlantier wohnten auf einem verschwundenen Landesteil, dessen Hauptgebiet südlich vom heutigen Asien lag. Man nennt sie in theosophischen Schriften die Lemurier. Nachdem diese durch verschiedene Entwicklungsstufen gegangen waren, kam der größte Teil in Verfall. Er wurde zu verkümmerten Menschen, deren Nachkommen heute noch als sogenannte wilde Völker gewisse Teile der Erde bewohnen. Nur ein kleiner Teil der lemurischen Menschheit war zur Fortentwicklung fähig. Aus diesen bildeten sich die Atlantier. Auch später fand wieder etwas Ähnliches statt. Die größte Masse der atlantischen Bevölkerung kam in Verfall und von einem kleinen Teil stammen die sogenannten Arier ab, zu denen unsere gegenwärtige Kulturmenschheit gehört. Lemurier, Atlantier und Arier sind nach der Benennung der Geheimwissenschaft Wurzelrassen der Menschheit. Und das ist ein Tafelbild, was relativ bekannt ist, was der Steiner dazu gemalt hat. Also alles kam dann in Verfall. Man sieht Lemurien und Atlantis. Und unten in der Entwicklungsleiter sieht man schon den Menschen, der ist dann in Verfall geraten und in der Evolution geht wieder von neuem los. Und es geht nach oben über wirbellose Tiere, Fische und so weiter. Irgendwo biegen die Affen und die Indianer ab, werden dekadent, sterben aus. Und ganz oben steht der Arier. Und der interessante Gedanke, da kann man auch wieder an die Naturwissenschaften denken, der Affe stammt vom Menschen ab. Das ist jetzt nicht irgendein krudes Konzept, was man einfach zur Seite wischen kann, sondern tatsächlich beginnen viele Geschichtsepochenhefte mit Atlantis. Das findet man sicher nicht mehr bei allen Schulen, da lässt man Atlantis einfach aus. Aber die Abfolge dieser Kulturepochen, wie Steiner sie beschreibt, die sind bis heute in den Lehrplänen drin und zum Teil auch in den großen beschreibenden Büchern, die zum Teil als Grundlage für die Lehrpläne, wie sie bei den Kultusministerien eingereicht werden. Dieser ganze Rassismus ist natürlich weggelassen. Man erfährt nicht, warum die Reihenfolge so ist, aber man kann feststellen, dass es tatsächlich nach wie vor in dieser Reihenfolge stattfindet. Und auch Historiker wie Peter Staudenmayer oder Helmut Zander, der bekannteste Anthropologie-Experte, betrachten das als ein zentrales Konzept für Steiners Menschenbild und für das anthroposophische Menschenbild. Wie sind wir denn in der Zeit eigentlich? Hervorragend. Sehr gut. Der Zander schreibt, Professor Zander, Historiker und Religionswissenschaftler, er sagt, Steiner ordnete die Rassen einer Fortschrittsgeschichte zu, in der beispielsweise heutige Indianer als, Zitat, degenerierte Menschenrasse im, Zitat, Hinsterben oder schwarze Afrikaner als defiziente Spezies der Menschheit, Menschen- und Bewusstseinsentwicklung als degenerierte, zurückgebliebene Rasse erschienen. Umgekehrt habe die weiße Rasse das Persönlichkeitsgefühl am stärksten ausgebildet. Jetzt versuchen Anthroposophen gerne, solche Zitate wegzudiskutieren und führen das auf den Zeitgeist damals zurück und sagen, später hätte er das alles relativiert. Der Zander sagt aber, dass er das keinesfalls getan hat, sondern sie 1923 nochmals in Vorträgen vor Arbeitern des Goetheanum in vergröberter, popularisierter Form wiederholt habe, ohne Revision am inhaltlichen Bestand. Die Weißen waren nun die zukünftige, die am Geiste schaffende Rasse. Steiner formulierte mit seinem theosophischen Sozialdarwinismus eine Ethnologie, in der die Rede von degenerierten, zurückgebliebenen oder zukünftigen Rassen keine Unfälle, sondern das Ergebnis einer konsequent durchdachten Evolutionslehre waren. Er schreibt weiter, ich sehe im Gegensatz zu vielen Anthroposophen keine Möglichkeit, diese Konsequenzen zu bestreiten. Nichtsdestotrotz wird das bis heute getan. Der Bund Freier Waldorfschulen hat bis heute eine Sprachregelung, wo man von schwierigen Formulierungen bei Steiner spricht, auch auf den Zeitgeist abhebt. Es gibt im Gegensatz dazu aber auch immer wieder Fälle von rechtsradikalen Lehrern, die dann an die Öffentlichkeit kommen. Und zwar gab es zum Beispiel 1992 den Fall eines Schweizer Waldorflehrers Bernhard Schaub, der das Buch Adler und Rose veröffentlichte, worin der Zweite Weltkrieg als Präventivkrieg bezeichnet wird und die Existenz von Gaskammern in Auschwitz in Frage gestellt wird. Der Ex-NPD-Kader Andreas Molau, der hier in der Buchankündigung zu sehen ist, das Buch ist dann nie erschienen, zusammen mit einem anthroposophischen Vordenker, dem Lorenzo Ravalli,
Der Ex-NPD-Kader Andreas Mohler unterrichtete 8 Jahre an einer Waldorfschule, kündigte dann selbst 2004, weil er für die NPD-Zeitung Deutsche Stimme arbeiten wollte. An seiner Schule wollte man von all dem nichts bemerkt haben, obwohl er seit den 90er Jahren mit rechten Publikationen aktiv war. Auch im Jahr 2011 fand sich im Hauptblatt der Anthroposophen, dem Goetheanum, das anthroposophische Zentralorgan sozusagen, im März ein Artikel über die Katastrophe von Fukushima. Darin werden Erdbeben, Tsunami und radioaktive Strahlung als dreifach arimanische, also dämonische Kräfte bezeichnet, denen die Menschen ausgesetzt seien. Und mit Verweis auf Steiner wird das Ganze karmisch gedeutet. Also das Gesamtmenschheitskarma liegt da nieder. Besonders die Japaner, die sich zu sehr dem Materialismus verschrieben haben, haben das Karma-Konto ins Minus geführt. Und das muss jetzt ausgeglichen werden. Und dazu dient diese Katastrophe. Biel schreibt dazu, der Journalist Peter Biel, der auch ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben hat zum Thema Waldorf und die Rassen. Der schreibt, das Karma-Konto der Menschheit und insbesondere Japans ist nach anthroposophischer Buchhaltung in den roten Zahlen. Die Opfer von Tsunami und dem Gau in Fukushima büßen demnach für eine karmische Schuld, die abgetragen werden muss. Japan ist das einzige Land, ist Zitat aus dem Artikel, in dem Atomwaffen abgeworfen wurden. Dasselbe Volk ist jetzt ziviler radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Das ist das Schicksal Japans. Die materialistische Einstellung des Landes verursacht diese Situation. Was wir erleben, ist ein apokalyptisches Ereignis, das zugleich ein Zeichen zur Verstärkung der Bewusstseinsseele dient. Ja, es gibt auch noch einen zweiten Artikel in dem gleichen Heft. Und da beschreibt der Autor den Volkscharakter der Japaner als nach außen scheu und zart wie die Reispflanze, nach innen unberechenbar feurig wie ein Vulkan. Eine Renaissance im europäischen Sinne habe es in Japan nicht gegeben und darum könnten die Japaner auch nicht selbstständig denken, sondern nur den westlichen Materialismus kopieren. Auch Steiner schrieb schon, dass die Japaner senil und greisenhaft und dekadent, unfähig zum selbstständigen Denken seien. Da gibt es so eine Passage, wo er also schenkelklopfend erzählt, wie britische Ingenieure den Japanern zeigen mussten, wie man eigentlich mit so einem Dampfer fährt, weil die sich nur im Kreis bewegt hätten, denn die konnten das ja nur nachahmen und selbst nicht verstehen. Und die britischen Ingenieure, dann mussten halt die Arier kommen und den Japanern mal zeigen, wie man so ein Schiff geradeaus fährt. Man sieht an diesen Beispielen, dass der Rassismus zumindest mal nicht ausgestorben ist. Ich will nicht einem einzelnen Waldorf-Kollegen unterstellen, dass er ein Rassist sei, aber ich bin überzeugt davon, dass rassistisches Gedankengut heute noch bei Anthroposophen ein gutes Stück weit salonfähig ist und auch bestimmten Vorstellungen in der Waldorfpädagogik, die man an so gut wie jeder Waldorfschule findet, immer noch zur Grundlage genommen wird. Jetzt komme ich zur Schulstruktur, also den Bogen wieder zurück zur Waldorfschule. In Waldorfschulen findet man sehr häufig riesige Klassen, also bis hin zu 40 Schülern, 36, 37, 38 Schüler, sind die Regel an Waldorfschulen. Ich weiß nicht, wie man das da mit der ganzheitlichen Betrachtung des einzelnen Schülers hält. Ich habe eine überdurchschnittlich kleine Klasse jetzt im kommenden Schuljahr, ab nächster Woche mit 15 Kindern in der ersten Klasse. Das wäre also noch nicht mal eine Drittel-Waldorf-Klasse. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, da allen Kindern überhaupt gerecht zu werden. Zumal es eine Schule ist, die in den ersten 8 Jahren, also in den ersten beiden Jahrsiebten, keine Bücher verwendet oder möglichst keine Bücher. Alles, was an das Kind herangetragen wird, soll durch den Lehrer geflossen sein. Der Klassenlehrer, der 8 Jahre lang eine Klasse begleitet und auch einen Großteil der Fächer unterrichtet. Da haben Kritiker und ich auch die Bedenken, dass das eigentlich nur überfordern kann. Ich habe kein Lehrwerk, an dem ich mich orientieren kann. Ich kann mich mit Kollegen absprechen, okay, aber ich muss bis zur 8. Klasse einen Großteil aller Fächer unterrichten und dem fachlich gerecht werden. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn nicht unmöglich. Ein weiteres Wesensmerkmal, was Waldorfschulen oft zugute gehalten wird, ist die Notenfreiheit. Es gibt da so Berichtszeugnisse,
allerdings nicht so wie an staatlichen Schulen, die notenfrei sind. Meine Grundschule ist zum Beispiel auch notenfrei und ich schreibe ein Berichtszeugnis. Und darin versuche ich, die Leistungen der Kinder möglichst objektiv darzustellen. In der Waldorfschule versucht man aber, das Kind umfänglich zu charakterisieren. Also man gibt ein Gesinnungszeugnis letzten Endes. Ich habe so ein paar Beispiele für Sätze aus Zeugnissen. Also man kann auch seinem Unmut da Luft machen. Und das habe ich von Professor Prange, Erziehungswissenschaftler, der das in seinem Buch schreibt. So vermerkt das Zeugnis eines aufmüpfig kritischen Jungen in der 9. Klasse für das Fach Geschichte, es mangele ihm an kraftvollem Arbeitseinsatz, die häuslichen Aufgaben zu verrichten und den Darbietungen mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu folgen. Ein Jahr später ist allerdings Besserung zu erkennen. Der Musiklehrer atmet auf. Er hat mit der Zeit immerhin so viel Achtung vor der Musik Beethovens entwickelt, dass er die grobianistischen Störungen unterlassen konnte. Es geht also, wie gesagt, nicht darum, möglichst objektiv zu bewerten, sondern ein Gesinnungszeugnis abzugeben. Und Klaus Prange bringt das auf den Punkt. Er schreibt, die Zeugnisse der Waldorfpädagogik sind das Paradestück der Gesinnungspädagogik, gegründet auf der Zuversicht, der Lehrer könne mit dem sicheren Blick eines kleinen Gottes die innere Einstellung, die Motive und Zukunftsaspekte des Lernenden erfassen. Klassenlehrer haben durch diese Funktion auch eine sehr große Machtfülle. Es gibt keine Schulleitung an Waldorfschulen, die da auch nochmal als regulativ nochmal einwirken könnten. Der Waldorflehrer erkennt das Karma, erkennt das Temperament, er sieht ja alles Mögliche in dem Kind und letzten Endes gibt es keine objektiven Kriterien, denen er sich da zu stellen hat. Auf den Waldorfzeugnissen gibt es am Ende immer noch einen Zeugnisspruch, der zu allerlei Anlässen aufgesagt werden muss, in der Klasse oder auch vor der gesamten Schulöffentlichkeit. Und es gibt ein Buch, das gerade rausgekommen ist und das leider noch auf dem Postweg zu mir ist. Ich habe es noch nicht, aber in der Vorschau habe ich den Zeugnisspruch schon gefunden. Der Spruch für Patrick ist, ich strebe erneut und mühe mich in allen meinen Taten, Gottes Kraft erfülle mich, mein inneres Wesen stärke mich, dass meine Erdentaten kraftvoll und gut geraten. Also das ist der Spruch, den er jetzt auswendig lernen musste und ein Jahr lang zu allerlei Anlässen aufsagen musste. Jetzt kann man sich fragen, gibt es denn eigentlich keine Untersuchungen? Doch, es gibt ein paar Untersuchungen, die sind aber allesamt sehr waldorfnah. Ich nehme das jetzt doch mal raus. Die sind allesamt sehr waldorfnah, auch entweder vom Bund der Freien Waldorfschulen oder von anthroposophischen Stiftungen oder gerade beidem finanziert. Meistens hängt der Professor Randoll mit drin, das ist ein Professor von der Alanus-Hochschule in Alfter, also eine anthroposophische Hochschule. Und man hat bei diesen Bildungsuntersuchungen, so löblich das ist, dass überhaupt schon mal was untersucht wird, natürlich schon ein Studiendesign gewählt, wo man jetzt nicht ganz schlecht wegkommt und hat diese Untersuchung auch zu hymnischen Presseerklärungen genutzt. Wenn man die aber mal aufmerksam liest, finden sich auch Kritiker bestätigt. In dieser Studie war es so, dass Fragebögen von 827 Waldorfschülern ausgefüllt wurden. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Es wurde ein Vergleichsdatensatz von hessischen Gesamtschülern herangezogen. Das ist natürlich schon ein Problem, denn der durchschnittliche Waldorfschüler kommt aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus. Ob das auf den durchschnittlichen Gesamtschüler in Hessen zutrifft, weiß ich nicht. Also bei Waldorfschülern ist es ja zumindest schon mal so, dass die Eltern bereit sind, ein Schulgeld in Höhe von 150 oder 200 Euro im Monat zu bezahlen. Alleine das wird ja schon einen Einfluss darauf haben, wie die Schülerschaft zusammengesetzt ist. Ergänzt wird der Fragebogenteil mit Interviews mit 31 Schülern und 26 Elternteilen. Rausgekehrt wurde in den Pressemitteilungen, dass 85% der Waldorfschüler und nur 60% der Gesamtschüler angeben, Freude am Lernen zu haben. Eine gute Beziehung zum Klassenlehrer geben 85% der Waldorfschüler und immer noch 60% der Gesamtschüler an. Allerdings auf der anderen Seite, und das steht nicht mehr in der Pressemitteilung, wird an keiner anderen Schule so viel Nachhilfe genommen wie an Waldorfschulen, nämlich 45,9% der Waldorfschüler gaben an, gelegentlich oder regelmäßig Nachhilfe zu nehmen. Da gab es keinen passenden Vergleichsdatensatz dazu, aber in der Shell-Jugendstudie findet sich das, im Bundesdurchschnitt ist 24%
sind. Es wird also extrem viel Nachhilfe genommen und gleichzeitig fühlen sich 30% der Waldorfschüler unterfordert. Also die eine Hälfte nimmt Nachhilfe, ein Drittel fühlt sich unterfordert, 20% bleiben irgendwie über, aber man lernt mit Freude offensichtlich. Eine weitere Sache ist, dass es eine sehr hohe Aussteigerquote gibt, die wird aber so nicht genannt in der Studie, sondern man erklärt alle möglichen Probleme, zum Beispiel die Nachhilfe, durch den hohen Anteil an Quereinsteigern. Denn, so sagt man, da kommen ja Leute in das System rein, die werden Probleme gehabt haben an ihren alten Schulen und die haben sie natürlich mitgebracht zur Waldorfschule und deshalb müssen sie Nachhilfe nehmen. Man kann aber auch umgekehrt sagen, für jeden Quereinsteiger, den es gibt, ist vermutlich vorher mal jemand ausgestiegen, denn sonst wäre kein Schulplatz frei. Und ich nehme an, dass die Aussteigerquote in etwa der Einsteigerquote entspricht. Und die Aussteiger, die hat natürlich niemand mehr gefragt. Also ich habe heute vor dem Vortrag noch mit einem ehemaligen Waldorf-Papa gesprochen, der sein Kind runter hat. Dessen schlechte Erfahrungen, die fließen natürlich nicht mehr ein in solche Studien. Und wenn am Ende nur noch die übrig bleiben in der 9. Klasse, die zufrieden sind, dann ist es vielleicht auch kein Wunder, wenn da viele Waldorfschüler angeben, dass sie Freude am Lernen haben. Denn da bleiben dann die über, für die das System irgendwie trotz aller Haken dann passt. Nahezu alle Vorurteile lassen sich Interviewaussagen finden, also auch zum Beispiel zur niedrigen Impfquote, die ja immer wieder thematisiert wird und im letzten Jahr ja auch zu einem großen Problem hier in der Nähe in Erftstadt geführt hat, wo es einen großen Masernausbruch an der Waldorfschule gab, wo anfänglich nur 25% der Kinder einen Impfschutz nachweisen konnten. Der Bundesdurchschnitt liegt so bei 97, ist nah an der Herdenimmunität. Da waren es erst 25, ich glaube später 40 oder 45 Prozent, die dann Impfschutz nachweisen konnten und die Schule musste lange geschlossen werden. Man kann das häufig nachvollziehen über Presseberichte, dass Masernausbrüche an Waldorfschulen stattfinden. Eine andere Studie war, ich bin Waldorflehrer, ich kürze das mal ein bisschen ab, da waren 2005 Fragebögen insgesamt, das sind 30% aller Waldorflehrer in etwa, also eine ganze Menge. Und es gab Interviews und Gruppendiskussionen mit 29 Lehrkräften, die das ergänzt haben. Allerdings kaum Daten von Aussteigern. Man wollte gerne Aussteiger haben, hat, glaube ich, eine gefunden für ein Interview und die anderen, die Aussteiger waren, waren eigentlich Aufsteiger und hatten sich zum Beispiel zu Lehrerausbildern oder so weiterentwickelt. Das sind also keine echten enttäuschten Aussteiger, sondern haben sich innerhalb des Systems nach oben entwickelt. Nach dieser Studie sind 90% der Waldorflehrer mit ihrer beruflichen Situation zufrieden. Das passt ja irgendwie auch, wenn man mal annimmt, dass da viele Anthroposophen darunter sind, dass die dann auch mit einem hohen Berufsethos dabei sind. Nur 70% der Gesamtschullehrer, was ich eigentlich, wenn man mal die Vorurteile bei der Gesamtschule ranzieht, für eine ganze Menge halte. Durch die Ausbildung hinreichend vorbereitet, fühlen sich nur 51,8% der Waldorflehrer ohne Staatsexamen. Die Waldorfschulen sind die einzigen Privatschulen in Deutschland, die sich ein eigenes Ausbildungssystem leisten. Und man kann also durchaus ohne Lehrerstaatsexamen an Waldorfschulen unterrichten. Nicht überall, nicht in jedem Bundesland, aber man bekommt das hin. Diese Waldorflehrer-Kolleginnen und Kollegen fühlen sich am schlechtesten vorbereitet. Diejenigen, die ein zweites Staatsexamen und ein Referendariat gemacht haben, sagen zu 66,4%, dass sie hinreichend vorbereitet wurden. Was mich ehrlich gesagt überrascht, dass es so hoch ist, weil ich schon noch einen Praxisschock selber empfunden habe nach dem Referendariat, als man dann selbstständig in den Job gegangen ist. Gerade die Oberstufenlehrer geben an, dass sie sich eine bessere fachliche Qualifikation der Klassenlehrer wünschen, was ja irgendwie klar ist, denn die führen die Schüler dann später zum Abitur und müssen die Wissenslücken auch durch den fehlenden naturwissenschaftlichen Unterricht und zum Teil wahrscheinlich auch durch die mangelnde fachliche Qualifikation der Kollegen, die ja dann zwangsläufig ist durch diese lange Klassenlehrerzeit, ausbaden. Es gibt eine ganz hohe Dropout-Quote bei Waldorf
Lehrern. Der Professor Randoll selbst sagt im Interview, dass die durchschnittliche Verweildauer von jungen, neu eingestellten Waldorflehrern bei 4 Jahren liegt. Danach sind viele ausgebrannt und fertig und steigen wieder aus. Was wohl in der Zukunft noch ein großes Problem für die Waldorfschulen werden kann, weil die Schwierigkeiten haben, gut ausgebildetes Personal zu finden. Es zeigt sich in dieser Studie aber auch, dass weit über 90% eine positive Einstellung zur Anthroposophie haben. Und das kann man dann auch mal gut entgegnen, wenn man sagt, naja, mit der Anthroposophie haben die meisten ja doch dann eigentlich gar nichts mehr zu tun und die machen ja nur das Gute. Nein, es ist ein ganz hoher Anteil von überzeugten Anthroposophen, die da drin sind und die in solchen Schulen auch gerne die Meinungsführerschaft übernehmen. Ja, das hatten wir schon. Da ist ein Kind mit Masern. Die Impfquote von 25% in Erftstadt ist da auch nochmal wiedergegeben. Und ich finde, also Anthroposophen sehen Entwicklungschancen in der Masernerkrankung und sagen daran, da macht das Kind Entwicklungsschübe durch. Und man empfiehlt eben nicht zu impfen, aber anthroposophische Ärzte, die Vereinigung der anthroposophischen Ärzte sagt, ja, das soll man doch selber entscheiden. Aber Entwicklungschancen liegen da schon drin in der Erkrankung. Also man soll da ein bisschen abwägen, aber naja, man kann halt auf die Entwicklungschancen verzichten und dann kriegt das Kind die Masern nicht. Ich finde, selbst ohne die schwersten Komplikationen, wenn ich mir so ein Foto angucke, denke ich, das ist ein wochenlanges, unnötiges Leiden, wenn man so eine Masernerkrankung durchmacht und eine Woche mit Fieber im Bett liegen ist nicht schön und ist als Kind erst recht nicht schön. Das möchte ich eigentlich jedem Kind ersparen. Jetzt gucke ich nochmal auf die Uhr. Ui. Da bin ich dicke durch und würde gerne zum Schluss mir nochmal Gedanken darüber machen, warum denn eigentlich die Waldorfschulen so einen Zulauf haben. Was macht die eigentlich erfolgreich? Denn die Waldorfbewegung boomt all dieser Sachen zum Trotz, die ich jetzt vorgetragen habe. Und ich denke, es liegt daran, dass häufig anthroposophische Hintergründe gar nicht genannt werden. Ich war selber oft auf Elternabenden, da spricht man von ganzheitlich und wir gucken uns jedes Kind ganz genau an, dass man in Wirklichkeit nur sagt, du hast dieses Temperament und dieses Lebensalter und dafür habe ich eine Schublade und da ist die Behandlung drin, das sagt man natürlich nicht an der Stelle. Auch das Wort Karma fällt da nicht oder Reinkarnation. Wenn ein Kind gemobbt wird an der Waldorfschule, dann rechtfertigt man sein Nichthandeln ganz gerne damit, dass man sagt, das hat halt das Schicksal bestimmt, dass dieses Kind gemobbt wird. Und das sind meines Erachtens keine Einzelfälle. Dennoch sind die Waldorfschulen ja sehr erfolgreich. Sie ziehen bildungsbürgerliches Klientel an, auch ein zahlungskräftiges Klientel. Es gibt relativ wenige Migranten, was bestimmt auch bei einigen die Entscheidung erleichtert, sich für eine Waldorfschule zu entscheiden. Und ich glaube ganz grundsätzlich, dass wir den Einfluss der Schule auf den Lernerfolg ziemlich überschätzen. Also man sieht ja auch in den PISA-Untersuchungen, wie groß der Zusammenhang zwischen Elternhaus und Bildungserfolg ist. Und ich glaube, dass viele dieser bildungsnahen Elternhäuser die Schwächen der Pädagogik kompensieren. Das sind halt Elternhäuser, da wird zu Hause noch vorgelesen, da setzt man sich mit den Kindern hin und da macht man was. Das sind nicht die vernachlässigten Kinder, mit denen wir oft in Brennpunkten zu tun haben und die gerade unter so einer Pädagogik leiden würden, wenn man zum Beispiel in der ersten Klasse noch nicht anfängt und die Sprachförderung ganz intensiv macht und versucht, die Kinder ranzubringen. Deshalb kann man es, glaube ich, in der Waldorfschule kuschelig haben. Es hat bestimmt auch so einen Charakter des Sich-Abschließens. Man macht es sich nett. Es gibt die böse Welt da draußen und es gibt die heile Welt bei uns da drin. Und das ist sicherlich auch für viele attraktiv. Ich persönlich bin ein Gegner der Waldorfpädagogik, weil ich sie für anti-aufklärerisch halte, weil ich glaube, dass man Kindern dort beibringt, die Welt nicht zu verstehen und weil das nicht mein Ansatz ist. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich über eine lebhafte Diskussion.